Guten Morgen YouTube, ich muss unbedingt wieder aktiver sein und deshalb habe ich mir echt vorgenommen, fast jeden Tag jetzt einen Vlog rauszuhauen. Und wir haben ca. 5:30 Uhr und als allererstes gibt es erstmal Bulletproof Coffee und ein Büchlein und danach werde ich mit einer 90-Tage-Freeletics-Challenge starten. Ich habe nämlich in den letzten Tagen immer wieder mal im Park mit ein paar Leuten Bodyweight-Übungen gemacht und das werde ich jetzt mal bei uns im Hof weiterführen. Und zu einem guten Morgen gehört Bulletproof Coffee, Kaffee, MCT-Öl, Kokosöl und Kaffeepulver und Butter, ein gutes Buch und kein MacBook und kein iPhone. Hey, go get round and round and go home. This truly has no end. Why do we pretend all the stuff I say? All of it I meant, no, no, I don't regret it. It's time I get to step in. The fighting and the cussing, your brother won't do nothing. She told me, boy, you're going too far. And we've had this discussion, I love you, don't mean nothing. I'm only gonna break your heart. So why I go on and on? I'm only gonna break your heart. Why go on until the crack of dawn? I just said no, I can't take this no more, no. So why go on and on? I'm only gonna break your heart, babe. Why go on until the crack of dawn? It's true that I just said no, I can't take this no, I can't take this no. Well, here we go again, round and round we go home. Bam, was für ein geiles Wetter heute. Wir sind jetzt auf dem Weg in mein neues Lager, ja, und ich habe lange mein Fulfillment ja abgegeben. Werde jetzt das Fulfillment aber wieder zurückholen und selber machen, einfach aufgrund der Skalierung, die wir jetzt vorhaben in den nächsten Monaten. Auch einer der Hauptgründe, warum ich diesen Vlog hier wieder anfange. Und weil, das hört sich an, was ich sagen wollte, sondern auch wegen dem Amazon Processing. Das heißt, Ware, die zu uns kommt, die wir einfach nur zu Amazon weiterleiten. Das ist dieser dumme Etikettierungsprozess. Den holen wir jetzt auch wieder in-house, weil hier in Zukunft auch noch einiges kommen wird. Von dem her, stay tuned hier in meinem Blog. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen hoch für das Video da und ein Abo, dass ihr immer schön am Start seid und verfolgen könnt, was der Lasi so in den nächsten Monaten alles wuppt. Bis gleich. All of it I meant, no, no, I don't regret it. It's time I get to step in the fighting and the cussing. Your father won't do nothing. She told me. Auch wenn die A-Klassen bei Kartugo immer ein bisschen teurer sind, lasse ich mir die doch immer ganz gerne raus, weil auch wenn man kein eigenes Auto hat, macht es echt ultra viel Spaß, mal ein bisschen aufs Gas zu drücken. Und die meisten A-Klassen hier von Car2Go haben noch einiges an PS am Start. Boy, you're going too far, and we've had this discussion. I love you, don't mean nothing. You said that we can make this love. So why go? Ja, und auch einer der Hauptgründe, warum ich mir jetzt hier nochmal ein eigenes Lager mit jemand zusammen hier oder mich hier wo eingemietet habe, ist, dass ich alle Prozesse selber mache und alle Prozesse nochmal händisch selber kennenlerne. Ja, dass ich am besten, nein, wenn ich es dann abgebe an der 450-Euro-Kraft oder so, dass ich einfach alles am besten, ja, einmal schon ein paar Mal selber gemacht habe. Und ihr seht gleich, ich werde euch gleich mitnehmen, ich darf nicht alles zeigen. Aber ihr seht mal, was für eine Scheißarbeit das ab und zu ist. I can't take this, no, I can't take this, no, no, no. Erfolgreicher Tag heute, alles geschafft.
Es tut wirklich sehr, sehr gut, auch einfach mal Dinge mit den Händen zu machen und immer nicht nur die ganze Zeit am Laptop zu sitzen. Das ist echt ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ihr habt gesehen, heute 2,5 Stunden Teamcall. Gerade bei Remote-Teams, wie wir es haben, ist es, finde ich, meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, jeden Abend zu skypen und sich zu sehen. Also wir investieren wirklich jeden Abend 30 bis 60 Minuten in einen Teamcall, wo wir uns gegenseitig updaten und sehen. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Heute mal ein bisschen länger, weil wir ein bisschen planen wollen. Wir werden nämlich noch ein bisschen gemeinsam in Urlaub gehen. Und in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat der Tag heute gefallen. Morgen geht's weiter. Ich werde jetzt noch ein bisschen was essen gehen, nach Hause fahren. Und dann bis morgen.